Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei... Wie heißt das Spiel? Graveyard Keeper. Sorry. War für einen Moment ein bisschen neben der Spur. So. Okay, das hätten wir. Und hier schnell rüber. Das loswerden. Okay, einmal Torf und einmal die Maden. Die werden höchstwahrscheinlich sehr gut sein fürs Fischen. So, jetzt gehen wir hier. Das rüber. Das rüber. Und ein paar Nägel machen. Ich glaube, das sollte reichen. Oh, Müdigkeit. Nicht zu viel, sonst verlieren wir wieder. Nägel da rein. Und hier ist es zu unterst. Hier, sehr gut. Ich würde sagen, wir machen das Zapfern da drüben. Und fertig. Lehm und Wasser. Ja, warum nicht? So, einmal und back. Gut, und benutzen. Und wir machen gleich... Ja, machen wir 30 davon. Das verschlingt aber. Hoho. Das geht runter wie nix. Gut, heute ist der Tag der Frau. So, das wollte ich auch noch etwas sagen. Im Internet stand, dass diese 6 Tage für die 7 Todsünde stehen. Tag der Frau steht für Wollust. Die Sonne steht für Stolz. Das hier für Völlerei. Das hier für Neid. Das hier, Mann, für Wut. Und das hier für Trägheit. Und wenn man sich das so anschaut, muss man sagen, eigentlich ja. Die Charaktere, die nur an diesen Tagen angequatscht werden können, sind vollkommen dazu. Hier, Tag des Stolzes. Der Bischof oder der Episkop oder wie der heißt, der ist extrem stolz auf sich. Die Frau, die ist... okay, ich weiß nicht, ob sie Wollüstern ist, aber ja. Der Händler ist... er denkt nur ans Fressen. Die Schlange, so heißt der Charakter, ist doch so ein Neider. Oder zumindest will er die ganze Zeit irgendwo reingehen, also da in den Kerker, wo er eigentlich nicht hingehört. Und beneidet, was da drin ist. Dann gibt es noch das hier, die Wut. Also wer passt dazu besser als der Inquisitor, hä? Croissant. Ja, du schon wieder. Ja, das geht. Sei selbstsicher. Mal sehen, ob es klappt. Ich glaube, du solltest dich entschuldigen. Ich bin kein Kleiner, ich bin ein angesehener Friedhofswächter. Aber ich bin auch ein großer Fan von dir, also nenn mich einfach Wächter. Vielleicht bist du doch nicht so übel. Dieser Kontrast zwischen deinem schmutzigen Gewerbe und deinen Manieren. Geschichte, okay. Oh, schön, dich zu treffen, Wächter. Du solltest nicht nur mein Talent, sondern auch meine Schönheit komplimentieren. Ich mag Schmeicheleien. Okay, wohl lustig. Ich habe eine Frage. Frage nach Schlange. Kennst du jemanden namens Schlange? Ich muss ihn unbedingt treffen.
Ich kann mich nicht vorstellen, dass jemand mit diesem hinterhältigen Bastard normale Gespräche Geschäfte abwickelt. Ach, übrigens, wenn du ihn siehst, schmeiß ihm diese falschen Münzen in seine Visage und dann komm zurück und erzähl mir, wie er reagiert hat. Neue Aufgabe. Gib der Schlange die falschen Münzen und kehre zurück. Also, wo kann er ihn finden? Ich glaube, dass er jeden Neid versucht, das Tor zum Kircherkeller zu öffnen. Okay. Oh Mann, es gab mal eine Zeit, da schien er jung und vielversprechend zu sein. Keine Fragen. Okay, danke schön. Wir werden... Moment, was wollte er? Ach ja, guten Wein. Und der da? Ah, so ein Pech. Nicht heute. Ach ja, 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 hier. Haha. Sehr gut. Haben wir das freigeschaltet? Nein. Okay, die kauft ihr ab, so wie das höchstwahrscheinlich und das da. Was ist das? Ah, falsche Münzen. Also in 2 Tagen müssen wir versuchen, mit ihm zu reden. Und zwar unten bei der Kirche. Bevor ich es vergesse, momentan haben wir irgendetwas zu verkaufen. Nein. Gut. Wir könnten auch Hanf sammeln und so kaufen, aber im Moment... Okay, wir haben 11, aber wir wollen es nicht übertreiben. Andererseits, wenn ich so bedenke, wir haben keine Glaubensdinger mehr. Scheiße. Upsi, ich dachte, wir könnten den Schädel und so inspizieren, aber blöd gelaufen. So. Reden, gib die Motten. Aufgabe beendet. Ha, mein Junge, jetzt bist du einer von uns. Ich kauf dir dein Fisch auch ab und wenn du Talent beweist, verkaufe ich dir auch eine bessere Angel. Ich handeln, Frösche? Gut, und da, irgendwo am Arsch der Welt kann man endlich drauf drücken. Gut. So, haben wir... Wir haben noch 2 Motten. Also gehen wir kurz, wie heißt das? Nicht schwimmen, angeln. Ja, wir haben eine Angel, also gehen wir was machen? Ach ja, was? Ach ja, angeln. Gut, hier oben. Ah, hier sollte es... Fisch geben und zwar ja kein Köder, Motten sind nicht für hier. Okay, habe ich einen Fehler gemacht? Moment, was muss ich klicken? Okay. Warte. Ah! Okay, auf was? Ich glaube, ich habe vorhin zu schnell rausgezogen, oder? Das war's nicht. Wir warten. Okay, ich beobachte das hier, ob sich irgendetwas verändert. Und was muss ich machen? Hä? Da habe ich auch nichts mehr zu essen. Warte, okay. So.
Was war das? Anchovy. Okay. Gut, da ich sonst nichts zu essen dabei habe, gehe ich wieder zurück in meine Hütte und wir schauen uns das an. Kann ich das filetieren und dann gibt es Fisch raus da? Ah, ja. Ich wollte das eigentlich kaufen, aber das geht ja nicht. Wir können es nicht kaufen. Moment. Hat der da irgendetwas Neues für uns? So, handeln. Das ist noch zu niedrig und hier hätten wir ein paar andere Sachen. Also Kohle, Eisenerz. Gut. Gut, dann zuerst das hier angeln. Sammeln. Wir wollen ja immer genug Energie dabei haben. Und was noch? Ich will noch schnell zum Steinmetz da oben gehen. Ich will etwas ausprobieren. Und zwar, ob ich hier dieses Gestein da an der Wand abklatschen kann bei ihm. Das da. Nein. Kann ich vielleicht hier? Nein, ich kann nur das kleine da. Okay, dann lassen wir es. Ah, wir haben eine neue Leiche. Das kann witzig werden. Also, was heißt hier witzig? Wir entnehmen ein paar Sachen. Und dann sind wir weiter. Bist du eigentlich zufrieden, hä? Du kleiner mieser Bastard. Oh, ja. Hier wurde etwas hergestellt. Gut, weg damit. Wasser brauchen wir vielleicht für später. Ich habe eine... Wow, okay. Ne, das behalten wir vorerst. Obwohl es hier langsam eng wird. Wenn ich im Keller hier irgendetwas baue. Ich sollte vielleicht hier... Was brauchen wir? Keile, zwei Bretter, Eisenstücke. Okay. Hier kann ich nur Kissen. Wenn ich hier... Ich will was testen. Die Forelle hier rein. Anchovy. Die Anchovy hier rein. Kann ich auch... Anchovy. Kann ich nicht filetieren, da sie nicht... hier ist. Scheiße. So. Vielleicht sollte ich Leichenteile und so nicht oben... benutzen oder bewahren, aufbewahren, sondern hier unten. Also unten im Keller. So, weißer Filetstück. Oh, eine Geschichte, eine wertvolle Geschichte sozusagen. Dann würde ich sagen... wir behalten es noch vorerst. Anderen, da müssen wir ein paar Sachen herstellen aus dem ganzen Zutaten. Warte, ich kann ja... Okay, 5 Kramikohren. Okay, was haben wir hier? So, ich könnte das herstellen. So.
Ich glaube, wir können mehr lagern vom Mehl als von den vom anderen Zeug. Und dadurch können wir Brot herstellen. So, hier rüber. Gut. Das Fleisch könnten wir in so Fleisch verwandeln. Moment, das haben wir gleich. Hier. Drei Stück und snippeln. Gut. Und hier rüber. Gut. Wasserfilet, gib nur eins. Oh. Kochen. Also Filet hier mit Öl, geht nicht. Und zwei davon für gebratenen Fisch. Hm. Das Gebäckteig, Butter und Milch. Hm. Schade. Können wir im Moment nichts herstellen? Moment. Was hier? Okay. Gebratenes Fleisch könnten wir herstellen. Oder machen wir ein bisschen hiervon weg? Wenn man bedenkt, es gibt nur 10 davon, ist es hier auch bitter. Aber gut. So, was wollte ich machen? Gut, packen wir das mal weg. Hier geht langsam uns auch der Platz weg. Schneller als ich sagen kann. Okay. Warte, können wir hier einmal Keile machen? Gut. Dann brauchen wir ein paar Bretter. Oder warte, hiervon. Ich glaube, wir brauchen 4. Machen wir kurz. Ja, machen wir 5. So. Oh, keine Energie mehr. Kurz vorher nicht aufgepasst. So. Einmal da rein, hier. Und hier unten war's. Ah, die Metallteile habe ich nicht mitgenommen. Das muss ich noch schnell mitnehmen. Dann können wir es machen. Okay, wo war's? Wo war's? Hier, die 4. Ich glaube, das ist perfekt. Dann haben wir einen Weg zur Schlange und die kommt ja morgen. So. Schön, den Weg frei machen. Sehr gut. Da unten ist unser Freund, aber wo geht's hier entlang? Aha. Ah. Okay, bring. Stimmt, momentan eine Heilung für seinen Fluch und die Geschäftslizenz. Stimmt, die müssen wir ja kaufen. Warte. Es kam eine Leiche und wir haben es verpasst. Scheiße. Jetzt ist die Leiche wesentlich kaputter, oder? Wir müssen uns beeilen. Mal sehen, wie die Leiche drauf ist. Komm schneller, mein Freund.
Noch schneller. Ja. Ist das eine Leiche drin? Der Zustand ist schon scheiße. Gut, Moment. So. Ja. Aber vielleicht ist es noch brauchbar für ein paar Teile. So und fett. Gut, okay, sollte klappen. Knochen kann zu Pulver zermahlen, aber es kommt erst noch. Dann raus mit uns. So, wollen wir den hier machen? Gut, ja. So, und hier packen und rein da bestatten. Gut, und eine weitere Besatzungsurkunde. Das ist schon mal gut. Bretter. Da kommt mir irgendetwas in den Sinn. Wir brauchen tonnenweise Nägel. Und warte, vielleicht können wir davon was essen. So. Nägel hier. Machen wir so viele. Und gut. Hier einsammeln. Okay, Nägel und jetzt ein bisschen von dem Holz hier. Gut. Sehr gut, damit können wir ein paar Kirchenbänke machen. Also los, mein Freund. Los, los, los. Oh, oh. Gerade noch so geschafft. So, das waren die letzten. Ich sollte vielleicht auch noch hiervon ein paar nehmen. Gut. Sonst haben wir nichts mehr. Gut. Raus da und hier ein paar Planken machen. Und zwar genau 30. Dafür reicht das Holz. Dann können wir 3 Bänke machen. Was ich korrekt gezählt habe. Aber das dauert ewig. Ob er eine bessere Dings auch mehr macht? Auf einmal? Ich kann es nur hoffen. Wow. Okay, das schlaucht extrem. Hoffen wir, dass das ausreicht. Oh, gerade noch so. Ach du Schreck, das war gerade so knapp. Gut, rein da. Und hier. Oh.
für genau. Okay, nicht schlecht. Das hat genau für 4 gereicht. Also zufriedener kann ich nicht sein. Aha. Gut, im Moment ist hier keine Leiche. Kommt heute überhaupt eine Leiche? Moment, schnell das hier wegpacken. So. Die können da rüber, so wie dieser Stück Holz. Wir können von hier unten zur Schlange gehen, oder? Mhm. Wegräumen, dafür brauchen wir den Balken. Dieses Gitter ist verschlossen. Ich glaube, ich brauche einen Schlüssel zum Öffnen. Ja, stimmt. Wir müssen das lernen. Ja, lernen, wie der Schlüssel funktioniert. Und kann man das hier abbauen? Ja. Einfaches Metallstück. Das ist eigentlich gut, aber das Problem ist ein anderes. Und zwar, wir brauchen noch einen kaputten Metallteil, um daraus einen Barren herzustellen. Stimmt, den Schlüssel müssen wir erst noch, wie sage ich das am besten, erforschen. Ne, und so hier rüber. Das benutzen wir. Gut, perfekt. So. Und fett und das rüber. Dann gehen wir halt auch noch hier ein bisschen sammeln. Es ist ja fast Abend, dann sollte er endlich kommen, oder? Dafür haben wir keinen Platz. Okay, die Leiche ist da. Schauen wir uns nachher gleich an. So, und gut. Was noch, was noch, was noch? Technologie. Geschichte erfinden. Notizbuch. Tisch, Tisch, Tisch. 2. Druckerpresse, Druckerpresse. Ist das die Papierpresse? Druckerpresse. Ernsthaft? Druckerpresse 2. Also man kann das erlernen, aber das ist nicht für das. Ah, bedeutet das Tisch? Tisch 2? Druckerpresse? Druckerpresse 2. Ah. Wir brauchen das hier, um... Gut, gut, gut. Jetzt habe ich es kapiert. Es heißt nicht Tisch, Tisch, sondern Tisch und Tisch 2. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre Schreibfehler oder so. Von hier aus sehen wir ihn nicht. Aber wir müssen ihn schnell darauf barren. Sonst... Hält der nicht lange? Okay. Gut, das ist einmal Blut. Daraus können wir ja Saft machen. Moment. Zerfällt Fett. Nee, Fett können wir zu etwas umwandeln. Wegen dem hier Ärztepfusch. Gut, gleich nehmen. Wir begraben sie schnell. Dann gehen wir zur Schlange. Gut. Und. Hab. So, und rein da und zu. Sehr gut.
eine Bestattungsurkunde. Ich würde aber sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.